Herzlich willkommen, meine BMW-verrückten Fahrlehrer hier. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken fürs letzte Video. Das ist ja wirklich von den Klicks her eins meiner stärksten Videos, also in der kurzen Zeit auf jeden Fall. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Ich muss mir noch alles durchlesen. Ich habe mir noch nicht alles durchgelesen, weil es war wirklich diesmal ein bisschen mehr als sonst. Aber ja, ich würde sagen, weiter geht's mit dem Thema hier. Weiter geht's mit dem Thema. Genau, wir haben hier einen E93. Ne? Schöner 6-Zylinder N53 Motor. Der von uns bekommt, also er hat das Problem, dass der halt im Kaltstart auch ein bisschen ruppig läuft und ein bisschen wackelt, sich ein bisschen schüttelt. Motorlampe ist auch an. Der bekommt von uns einen großen Service. Sprich, Zündkerzen kommen neu, Ölwechsel, Luftfilter, Innenraumfilter. Das machen wir ganz am Ende. Was er noch bekommt, sind 4 Injektoren. Das sind die guten Kollegen hier. Ne? Index 11. Ja, die 4 Injektoren mit halt noch 4 Entkopplungselemente. Ihr fragt euch jetzt, warum wechselt der nur 4, obwohl es ein 6-Zylinder ist. Ich wechsle nur 4, weil die vorderen 2 schon mal gemacht wurden. Ich schon mal verlappte. Ja, also die 2, die ersten 2, hier war auch irgendjemand schon dran. Ne? Guck mal hier, weil hier ist eine Schraube drin, die da, also die ist nicht original so. Also die ist auf jeden Fall nicht original, die Schraube da. Aber gut, ich muss zum Glück an die nicht ran, weil die 2 Injektoren sind neu. Wurden auf jeden Fall mal getauscht, weil es sind die beiden hier vorne haben 11er Index, Index 11 und die hinten alle haben 09. Ja, also die anderen 4. Also, wie gehe ich jetzt vor? Ich würde jetzt erstmal als allererstes klar Batterie abklemmen, habe ich schon abgeklemmt. Und ja, jetzt hole ich noch Werkzeug und dann holen wir mal die Dinger raus. So, Lappen haben wir auch am Start. So, jetzt haben wir alle 4 gelöst auf jeden Fall. Die sind alle baugleich, außer der letzte. Guck mal, der 6. sieht ein bisschen anders aus. Wir holen erst die Injektoren raus, dann holen wir die Kerzen raus. Wir können alle 6 Kerzen vergleichen, wie die ersten 2 Kerzen aussehen. Und den halt vergleichen mit den anderen Kerzen, ne? Weil die ersten beiden Injektoren ja von Index 11 sind und die anderen halt noch hier halten. Dann vergleichen wir, vielleicht sehen wir ja was an den Kerzen. Ob das Kerzenbild ein bisschen anders aussieht. So, unser selbstgebautes Spezialwerkzeug. Injektor Nummer 3. Hier ein bisschen Öl. Jetzt kommt die 6. Die war ja leicht. Okay, stand auf jeden Fall mal Öl drin. Er hätte schon mal einen neuen Deckel bekommen. Es kann sein, dass hier der einen Deckel bekommen hat, weil hier schon mal Öl drin stand. Jetzt können wir uns noch frei entscheiden, welcher Injektor für welchen Zylinder ist. Ich würde jetzt einfach mal hier eine 2, 3, 4, nee, scheiße. 3, 4, 5 und hieraus machen wir eine 6. Ja, also so rum. 3, 4, 5, 6.
Weil 1 und 2 bleiben ja alt, weil die ja schon neu sind und wir haben jetzt 3, 4, 5 und 6. Und dann müssen wir hier die Zahl aufschreiben. Die Zahl ist 5, 9, 0, 2, 5, 7. So, genau, ich habe die Nummer aufgeschrieben, weil ich die später eingeben muss im Tester. Das sind sozusagen Einbautoleranzen. Und damit das Motorsteuergerät halt weiß, was er da für einen Injektor drin hat. Deswegen schreibe ich mir die Zahlen auf. Dann brauchen wir hier noch ein Entkopplungselement. Ja, die Entkopplungselemente sind sowas wie eine zweite Dichtung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil du hast ja hier unten einen Dichtring, diesen schwarzen. Und dann hast du hier oben noch ein Entkopplungselement, heißt das Teil ist auch sowas wie eine Dichtung. So, ich schiebe mal einfach mal hier rauf. Klick. So, jetzt muss ich hier vorne was abziehen. Dazu hole ich mal Werkzeug. So, den dann vorsichtig hier rein wieder. Kopplungselement drauf und dann ja, vorsichtig hier rein. Hier ist ein bisschen dunkel. Also für die Kamera auf jeden Fall. Aber jetzt sitzen alle. So, und jetzt müssen wir die Halterung wieder anmachen. Ihr könnt ja mal schätzen, was so ein Injektor kostet. Nur schätzen. Am Ende des Videos verrate ich es euch. Und die 6. Falls jemand fragt, das sind 13 Newtonmeter. Okay. So. Alter, hier geht gerade die Welt unter. Das ist der Regen. Was passiert hier, Alter? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 lief definitiv viel zu fett. Die würde ich sagen, sind okay. Wobei man sagen muss, die Kerzen sind jetzt auch nicht so alt. Also sie kommen mir nicht alt rüber, ne? Ja, aber die 6 ist halt komplett schwarz. Die 5 und die 4 würde ich sagen, okay. 3 ist auch so komisch, ne? Eine Seite weiß, andere Seite schwarz. Wahrscheinlich die Einspritzung nicht richtig, ne? Also nicht richtig verteilt, sondern ein bisschen punktuell eingespritzt. Ja, und die 1 und 2 waren ja Index 11. Also die sehen, 1 und 2 würde ich jetzt, 1 und 2, 4 und 5 sehen meiner Meinung nach am besten aus. So sieht die neue Zündkerze aus. Die bauen wir jetzt alles mal ein. Okay. Alle Kerzen fest, jetzt die Spulen rein und dann geht's weiter. So, jetzt zum Tester. Für Zylinder 4. Zylinder 4 hat 5,
9. 2, 2, 1, 9. So. Speichern die Werte. Aha, soll ich gespeichert sein? Ja. So, jetzt speichert er nicht. Dann 15 mit R ausschalten. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Dann 15 einschalten. Starte einmal. Jetzt ist er entlüftet. Ja, läuft gut. Ich würde sagen, wir bauen den fix zusammen, dann fahren wir mal eine Runde. So, die ersten Meter mit den neuen Injektoren. Also der Wagen hat 154 runter, für alle, die mal, also viele fragen immer nach dem Kilometerstand, ich vergesse es doch manchmal mal zu sagen. 154 runter, ist ein Vorfacelift 325i mit dem N53 Motor, also ist so ein Mixmodell, ne? Vorfacelift, aber schon den Facelift Motor. Wir haben jetzt 800 Meter sind wir jetzt gefahren. Wir haben gemacht hier neue Zündkerzen, vier neue Injektoren. Und ein Ölwechsel, aber den haben wir jetzt nicht gefilmt, den Ölwechsel. Genau, dann haben wir noch einen neuen Luftfilter, einen neuen Innenraumfilter auch noch mit reingebaut. Ja. Und das sind jetzt, wie gesagt, die erste Probefahrt. Gestern Abend haben wir das Ding fertiggestellt und heute jetzt fahren wir. Genau, bevor wir es vergessen. Vier Injektoren, was kosten die oder was haben die gekostet? Ich glaube, ein Injektor ist mittlerweile, glaube ich, nagelt mich jetzt nicht fest, aber es liegt so um die 450 Euro einer. Und wenn ihr überlegt, die haben damals mal unter 100 Euro gekostet. Unter, ich glaube 90 Euro waren das oder so, netto oder brutto, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber das ist halt schon Minimum 10 Jahre her, ja nicht sogar noch länger. Da waren die Dinger ultra günstig und jetzt sind die Dinger irgendwie Gold wert. Also ich kann hier kein Vollgas geben, weil der Motor noch nicht so warm ist, aber man merkt halt schon, dass er will. Also ich finde doch ein 325er als Schalter besser als Automatik. Ich finde die Automatik, also Automatik macht den halt ein bisschen langsamer, ne? Und die 25er und gerade die E93 sind die schwersten Dinger, schwersten Modelle. Als Schalter gehen die. Als Automatik sind die jetzt ein bisschen träge. Fährt sehr gut sogar. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace.